Mysteriöse Pokémon sind legendäre Pokémon, die nur zu ganz besonderen Anlässen per Event verteilt wurden. Manche davon kann man heutzutage nicht mal mehr bekommen. Das macht sie somit zu den seltensten und auch interessantesten Pokémon, die es gibt. Doch die Frage, der wir uns heute stellen wollen, lautet: Welches mysteriöse Pokémon ist denn eigentlich das stärkste? Um das herauszufinden, schauen wir uns heute alle mysteriösen Pokémon an, die es in Pokémon Schwert und Schild gibt. Außerdem findet demnächst auch ein offizielles Turnier statt, in dem endlich mal wieder mysteriöse Pokémon erlaubt werden. Das Ganze werde ich am Wochenende auf meinem Twitch-Kanal streamen. Schaut dort auf jeden Fall gern vorbei. Und nun legen wir auch schon los mit dem Ranking. Ganz unten auf meiner Liste findet sich das Zeitreisen-Pokémon Celebi. Und wisst ihr, Celebi sieht nicht nur aus wie eine Zwiebel, es hat auch genauso viele Schichten. Und mit Schichten meine ich Schwächen. Ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich Celebis größtes Problem. Der Pflanzenpsychotyp macht es extrem anfällig für viele, viele Typen, wodurch es von sehr vielen Pokémon und Attacken sehr effektiv getroffen werden kann. Was schade ist, da jeder Statuswert eine Basis von 100 hat. Außerdem hat Celebi auch recht nützliche Support-Tools. Allein seine Fähigkeit Innere Kraft sorgt dafür, dass Statusprobleme einfach geheilt werden, sobald man es austauscht. Auch bei den Attacken gibt es eine nützliche Auswahl wie Lichtschild, Reflektor, Donnerwelle, Bizarro-Raum. Alles Attacken, die das Team sehr gut unterstützen können. Nur leider macht Celebi irgendwie nichts, was andere Pokémon in dieser Liste nicht eventuell besser machen. Und wie gesagt, durch das sehr schwächenanfällige Typing landet es leider ganz unten in dieser Liste. Wäre ich ein Celebi, würde ich vielleicht erstmal in der Zeit zurückreisen, um Game Freak dazu zu bringen, aus mir ein besseres Pokémon zu machen. War das eventuell zu hart? Vielleicht ein bisschen. Aber dem nächsten Pokémon geht es tatsächlich gar nicht so viel anders. Denn Diancie wäre vermutlich sogar ganz oben in dieser Liste, wenn es noch seine Mega-Entwicklung hätte. Mega Diancie war wirklich unglaublich stark. Das normale Diancie... nicht wirklich. Diancie hat leider sehr viele Probleme. Es hat gute Verteidigungswerte mit 150. Die kann es jedoch leider wegen seiner niedrigen KP-Basis von 50 einfach nicht wirklich nutzen. Seine 50er Basisinitiative ist dabei auch keine große Hilfe. Das sorgt nämlich dafür, dass Diancie nicht nur nicht viel aushält, sondern auch mega langsam ist. Diamantsturm ist allerdings nach wie vor immer noch eine sehr gute Attacke. Mit einer 100er Angriffsstärke und einer 50% Chance, die physische Verteidigung zu verdoppeln. Das zusammen mit dem Gesteins-Feen-Typen ist der einzige Grund, warum ich Diancie nicht auf den letzten Platz dieser Liste setzen würde, aber was Diancie wirklich bräuchte, wäre seine Mega-Entwicklung zurück. Zarude ist das neueste mysteriöse Pokémon, welches letztes Jahr in Schwert und Schild eingeführt wurde, doch ähnlich wie Celebi hat auch Zarude leider einen extrem schwächenanfälligen Typen und ist dafür auch ein bisschen zu fragil. Seine Coverage ist leider auch nicht allzu krass, es lernt also nicht wirklich viele verschiedene Attacken. Neben Attacken wie Knirscher, Dark Lariat oder Blattgeißel hätte es zum Beispiel noch Zugriff auf sowas wie Nahkampf und mit seiner soliden physischen Verteidigung kann man es sogar mit Protzer spielen, wenn man möchte. Und der Unlichttyp alleine ist offensiv einer der besten Typen, die es gibt. Das alleine sorgt schon dafür, dass Zarude ein bisschen mehr Potenzial nutzen kann als Celebi. Außerdem hat Zarude eine ziemlich interessante Signature-Attacke, nämlich Dschungelheilung. Dschungelheilung heilt alle Pokémon auf der eigenen Seite um 25% und entfernt gleichzeitig alle Statusprobleme. Es ist also quasi eine Mischung aus Lebenstropfen und aus Aromakur. Was allerdings sehr viel nicer wäre, wenn Zarude ein eher defensiveres Pokémon geworden wäre. Zarude ist nicht wirklich schlecht, allerdings wird die Messlatte in dieser Liste noch sehr hoch gelegt. So kommen wir als nächstes zu Victini. Victinis Statuswerte haben allesamt, genau wie Celebi, einen Basiswert von 100. Das ist ziemlich in Ordnung, aber eben nicht super überragend, gerade da Victini deutlich eher in Richtung Offensive ausgelegt ist. Doch genau da kommt Victinis Signature-Attacke V-Generator ins Spiel. V-Generator ist eine Feuerattacke mit einer 180er Basispower, die Victinis Verteidigung, die Spezialverteidigung und die Initiative senkt. V-Generator ist somit sogar nochmal ein ganzes Stück stärker als der Giga-Feuerball von Giga-Dynamax Liberlohnt. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Außerdem hat Victini eine recht nützliche Fähigkeit mit Triumphstern. Triumphstern erhöht nämlich die Genauigkeit aller Teammitglieder um weitere 10%. Ich würde mich trotzdem nicht trauen, Fokusstoß zu spielen. Keldeo ist tatsächlich eines der wenigen mysteriösen Pokémon, die man ohne Eventverteilung bekommen kann. Wenn ihr den Erweiterungspass von Schwert und Schild gekauft habt, könnt ihr Keldeo nämlich am Ende in den Kronenschneelanden finden. Keldeo ist relativ schnell unterwegs und hat einen sehr guten Spezialangriff. Mit Mystoschwert hat es außerdem eine der besten Signature-Attacken, würde ich bald behaupten, denn Mystoschwert ist eine spezielle Attacke, die auf die physische Verteidigung des Gegners zielt.
Das bedeutet, selbst speziell defensiv sehr starke Pokémon können nicht einfach in Keldeo reinwechseln. Keldeo ist also ein ziemlich gutes Pokémon. Leider hat es davon abgesehen keine große Coverage und lernt wenig abwechslungsreiche Attacken. Und außerdem ist Redlichkeit eine absolut nutzlose Fähigkeit auf diesem Pokémon, da Redlichkeit nur den physischen Angriff erhöht und Keldeo eigentlich ein spezieller Angreifer ist. Es macht natürlich Sinn, dass es Redlichkeit als Fähigkeit hat, schließlich ist es ja einer der Ritter der Redlichkeit. Aber nichtsdestotrotz, Keldeo ist ein solides Pokémon. Das nächste Pokémon ist ein Pokémon, das ich tatsächlich immer wieder mal vergesse, wenn ich über mysteriöse Pokémon spreche. Dabei ist es wirklich nicht schlecht. Und zwar spreche ich hier von Volcanion. Bitte sagt mir, dass auch einer von euch ständig vergisst, dass dieses Pokémon existiert. Volcanion hat eine einzigartige Typenkombination aus Feuer und Wasser. Zeitgleich hat es aber auch mit H2O Absorber eine sehr nützliche Fähigkeit, die ihm eine Wasserimmunität verschafft. Das lässt sich sehr gut mit seiner sehr soliden physischen Verteidigung kombinieren und außerdem kann es mit einer 130er Spezialangriffsbasis auch sehr viel Damage austeilen. Sein Signature-Move Dampfschwall ist dabei im Grunde eigentlich nur ein stärkeres Siedewasser, da es ebenfalls eine 30% Chance hat, den Gegner zu verbrennen, jedoch eine Basisstärke von 110 hat. Es hat außerdem eine ziemlich solide offensive Coverage mit Flammenwurf, Erdkräfte und Schlammwoge. Das einzige Ding, was Volcanion leider ziemlich runterzieht, ist die 70er Initiative-Basis. Damit ist Volcanion leider viel zu langsam, um sein ansonsten wirklich krasses Potenzial ausschöpfen zu können. Womit wir nun wieder zu den ausgeglichenen 100er Basiswerten zurückkommen, und zwar zu Jirachi. Jirachi hat ebenfalls auf jedem Statuswert einen Basiswert von 100 und Stahlpsycho ist ein super, super beliebtes Typing. Das sehen wir auch bei anderen Pokémon wie Metagross, Solgaleo oder Necrozma in der Abendman-Form und allesamt sind wirklich unheimlich stark und funktionieren in fast jedem Metagame hervorragend. Edelmut ist außerdem auch eine sehr lustige Fähigkeit, denn diese verdoppelt die Chance auf Zusatzeffekte bei jeder Attacke. So haben Eisenschädel und sein Kopfstoß zum Beispiel eine 60%ige Chance, den Gegner zurückschrecken zu lassen. Vorausgesetzt, Jirachi greift zuerst an. Hinzu kommt noch sein gigantischer Movepool. Wirklich, dieses Pokémon lernt gefühlt alles. Und mit seinen ausgeglichenen Statuswerten und seinem sehr soliden Typing kann es somit extrem variabel eingesetzt werden. Man kann es also entweder als defensiven Supporter spielen oder auch als einen relativ trickreichen Angreifer. Und ich denke, genau darin liegt Jirachis Stärke. Zeraora wiederum ist nicht so ausgeglichen. Im Gegenteil, Zeraora kennt nur eins und zwar schnell und hart draufhauen. Es hat sehr solide Angriffswerte und eine 143er Initiative-Basis. Damit ist es sogar noch schneller als ein Katapultra. Ich weiß, Reggie Aleki lacht über diese Initiative, aber Reggie Aleki lacht über jede Initiative, also das zählt nicht. Zeraora verfügt über eine sehr große und breite Auswahl an offensiven Attacken und es lernt sogar einige nützliche Support-Attacken wie zum Beispiel Mogelhieb oder Elektronetz. Seine Signature-Attacke Plasmafäuste hat eine 100er Grundstärke und sorgt dafür, dass danach alle Normalattacken zu Elektroattacken werden. Zugegeben, aus diesem Effekt konnte ich bisher eher selten einen praktischen Nutzen ziehen, allerdings hat Zeraora auch Voltabsorber als Fähigkeit, also kann man da bestimmt ein paar nette Sachen mitmachen. Wenn ihr also ein schnelles und starkes Elektro-Pokémon für euer Team sucht, dann nehmt ihr vermutlich trotzdem Reggie Aleki, aber ansonsten ist Zeraora auch ein sehr nices Pokémon. Kommen wir nun zum ersten mysteriösen Pokémon aller Zeiten, der legendären Pokémon Nummer 151, nämlich Mew. Mew war das erste Pokémon, das diese 100er Basis-Status-Wert-Balance eingeführt hat und Mew ist ein wirklich sehr interessantes Pokémon. Mew kann nämlich jede TM oder TP erlernen und dadurch wird es zu einem extrem vielseitigen Pokémon, quasi einer wahren Wundertüte, denn wenn man vor Mew steht, kann man nie so wirklich sicher sein, was einen jetzt erwartet. Ich persönlich mag Support-Sets auf Mew ein bisschen mehr, eben weil man diese große Masse an Möglichkeiten hat mit Bizarro-Raum, Irrlicht, Begrenzer, Donnerwelle, Ruhrort, Vitalglocke, man kann so viel damit machen. Aber Mew kann wie gesagt auch offensiv extrem hart drauf und es hat nun mal überall diese 100er Basiswertsumme und kann einfach auf jeder Position quasi optimal genutzt werden. Mew war also nicht nur das erste mysteriöse Pokémon, es ist auch immer noch eines der absolut besten. Noch ein paar Pokémon gibt es noch, die Mew toppen können, so auch eines der eher neueren mysteriösen Pokémon, nämlich Melmetal.
Melmetal hat wirklich heftige Statuswerte mit einer 135er KP-Basis und 143 in der physischen Verteidigung und im physischen Angriff. Speziell hält es dafür natürlich nicht viel aus und es ist sehr langsam, aber dennoch, das sind wirklich krasse Werte. Hinzu kommt noch der Mono-Stahl-Typ, der nicht wirklich viele Schwächen zulässt, sowie Eisenfaust als Fähigkeit. Eisenfaust verstärkt nämlich den Schaden von allen Hieb-Attacken, so zum Beispiel auch von seiner Signature-Attacke Panzerfaust. Diese Attacke trifft den Gegner nämlich gleich zweimal und kann beide Male zu 30% zurückschrecken lassen. Hinzu kommt noch die große Masse an Coverage-Attacken, die Melmetal lernt, und jetzt stellt euch noch vor, ihr schafft es, dieses Pokémon im Bizarro-Raum reinzuwerfen, wo langsame Pokémon plötzlich schneller sind. Leider ist Melmetals Giga-Dynamax-Form bisher noch auf keinem offiziellen Turnier erlaubt gewesen. Giga-Schmelze ist nämlich auch ein recht interessanter Move. Dieser hat nämlich einen Effekt, der so funktioniert wie Folterknecht. Das bedeutet, nach einem Treffer kann der Gegner nicht dieselbe Attacke zweimal hintereinander einsetzen. In der Top 3 angelangt, machen wir nun weiter mit Genesect. Genesect ist ein 300 Millionen Jahre altes Pokémon, welches von Team Plasma modifiziert wurde. So pflanzen sie ihm unter anderem auch die Kanone auf seinem Rücken ein und sie haben damit einen ziemlich guten Job gemacht. Genesect hat einmal den Stahlkäfer-Typ, was ein extrem gutes Typing ist, viele Resistenzen und nur die Feuerschwäche. Download ist eine extrem gute Fähigkeit, da man sich damit, je nachdem welchem Gegner man gegenübersteht, entweder einen freien Angriffs- oder Spezialangriffsboost holt. Und auch die Statuswerte von Genesect sprechen Bände. Die Initiative mit 99 und auch die Verteidigungswerte an sich sind jetzt nicht das super krasseste an dem Pokémon, aber die 120er Basiswerte auf beiden Angriffswerten sind unglaublich gut, denn damit kann man Genesect sowohl mit physischen als auch speziellen Attacken ausstatten, vor allem wenn wir bedenken, dass wir mit Download immer einen Boost auf einen der beiden Offensivwerte bekommen. Und dazu ist Genesect wieder eines dieser Pokémon, das einfach gefühlt alle Attacken lernt und einfach alles treffen kann. Rüstet Genesect also einfach mit einem Walschall aus, was seine Initiative um 50% erhöht, holt euch einen Angriffs- oder Spezialangriffsboost mit Download und dann kann dieses Ding einfach ganze Teams zerstören. Auf dem zweiten Platz haben wir dann einen mysteriöses Pokémon der siebten Generation, und zwar Marshadow. Marshadow ist ein Geistkampf-Pokémon. Das alleine ist schon mal ein unglaublich offensives Typing. Und seine Statuswerte unterstreichen das Ganze. Generell kann man einfach wenig in Marshadow reinschicken, ohne dass dieses heftigen Schaden kassieren muss. Doch was Marshadow wirklich krass macht, ist seine Signature-Attacke Diebesschatten. Und die ist, ich sag's wie es ist, sie ist broken. Diebesschatten ist nämlich eine Geisterattacke mit einer 90er Stärke, die jedoch vor der Schadensberechnung die Statuswerte des Gegners klaut. Das bedeutet, wenn ihr einen Gegner vor euch stehen habt, der irgendwie schon 3 Schwerttänze eingesetzt hat, dann klaut sich Marshadow all diese Schwerttanzboosts und greift damit an. Und das ist super krass. Außerdem hat Marshadow noch Technika als Fähigkeit, wodurch Attacken mit einer Grundstärke von 60 oder weniger noch mehr Schaden machen, was vor allem dann nice ist für Prioritätsattacken wie Schattenstoß zum Beispiel. Marshadow ist auf jeden Fall eines der offensivsten Pokémon, die ich kenne, und Diebesschatten ist einfach eine unglaublich krasse Attacke. Doch wie kann das Ganze noch getoppt werden? Nun ja, meiner Meinung nach nur mit einem Pokémon, und zwar mit Magiana. Magiana ist nicht nur ein sehr starkes, sondern auch allgemein ein super interessantes Pokémon. Dieses Pokémon wurde vor 500 Jahren nämlich künstlich erschaffen. Es versteht die Sprache der Menschen und tatsächlich ist das, was wir von Magiana sehen, also dieser mechanische Körper, nur ein Gefäß. Das eigentliche Pokémon lebt nämlich in dessen Inneren. Dabei handelt es sich nämlich um eine künstlich erschaffene Seele namens Seelenherz. Und Seelenherz ist gleichzeitig auch Magianas Fähigkeit und diese Fähigkeit ist absolut crazy. Seelenherz sorgt nämlich dafür, dass Magianas Spezialangriff immer dann erhöht wird, wenn ein Pokémon auf dem Spielfeld besiegt wird. Egal ob es durch eine direkte Attacke war, ob es das eigene Pokémon oder das der Gegnerseite war, immer dann bekommt Magiana einen Spezialangriffsboost. Und mit einer 130er Spezialangriffsbasis kann das ganz schön reinhauen. Magianas Spezialattacke ist das Kanonenbouquet, eine 130er Stärke Feenattacke, die danach den Spezialangriff von Magiana senkt. Allerdings kann Magiana diesen Drop durch Kanonenbouquet theoretisch mit Seelenherz wieder ausgleichen. Außerdem hat es noch sehr nice Statusattacken, wie zum Beispiel Gangwechsel, um seine Initiative zu verdoppeln, oder Bizarro-Raum kann es auch noch lernen, was das gesamte Team unterstützt. Magiana ist wirklich ein unfassbar interessantes und einzigartiges Pokémon und daher meiner Meinung nach das stärkste mysteriöse Pokémon in Schwert und Schild. Und falls ihr wissen möchtet, wie stark all die anderen legendären Pokémon sind, klickt gerne einmal auf dieses Video.